Willkommen zurück bei Father and Son. Play for fun. Und heute wieder bisschen Story, eine Runde Let's mit go, bro. Arthur. Und was haben wir vor? Wir wollen uns den legendären Bären holen. Der sitzt irgendwo hier, glaube ich. Dann schauen wir mal, ob es was wird, oder? Erstmal das Pferdchen füttern hier. Striegel nicht vergessen. Da oben links steht es schon. Du hast das Revier eines legendären Tieres betreten, aber in dem Gebiet ist zu viel los, um es aufzuspüren. Dann, ja, war es hier zu unruhig. Müssen wir also später wiederkommen. Früher morgen, dann werden wir uns hier doch einfach umschauen. Was hat er denn hier für Probleme? So, Fallen schärfen. Poland. I could feel it getting loose. Oh God! Oh, oh, you did it! Ja, das gibt Punkte in der Ehre. I gotta get some scrap or something here. Oh, oh, Mister, you. I thought I was gonna be. Oh go! Oh, I thought I was gonna be a goner. Oh, you. You can take whatever you want from my pack for saving me. Oh. Ja, jetzt geben wir ihm erstmal noch einen Whisky. This will help with the pain at least. Oh, oh, yeah. Das ist ja immer eine gute Idee, ne? Yes. Yes. Oh. Oh. Mann, Mann, Mann. Ach so, können wir mal gucken, ob wir das Pferd, was der hat, schon kennen. Jawohl, das kennen wir. Jetzt können wir uns hier bedienen, hat er ja gesagt, ne? Sagt er sonst noch was? Nö. They have a field day over this back in town. Gewehrmunition Express, ja, die nehmen wir doch mal. Braucht er ja alles gerade nicht mehr. Ja, dann. Guess it serves me right. Oh. Sagt er noch was oder können wir hier abdüsen? Ja, es kann übrigens sein, dass hier seine Schreierei den legendären Bären verscheucht hat. Ja. Schauen wir uns hier noch weiter ein bisschen um. Da haben wir ja in der letzten Folge schon gefilzt. Morning, fella. Reckon that's done then. Yep. Was ist denn hier los heute? Das ist, wenn man mal eben was erledigen will, ne? Hier gibt es aber auch irgendwie, glaube ich, irgendeine seltene Pflanze. Das ist es nicht. Ah, da hinten ist noch mehr. Oh.
mir auch noch mit. Ja, dann wird das hier so eine Folge, wo ich hier schön was vertrödeln kann. Denn, ja. Die Idee, den legendären Bären hier zu jagen, wird ja nichts, ne? Hätten wir noch nicht. Und wieder was gelernt. Schade, schade, schade. Vielleicht reiten wir gleich einfach mal eine Runde um den See. Oder sammeln hier einfach noch. Ich weiß. Das ist jetzt garantiert nicht so wahnsinnig spannend hier. Aber so ist das wirklich in der Story. Es gibt Dinge, die müssen erledigt werden. Und da muss ja auch nicht immer, wer weiß, wie hier die Hatz abgehen. Ne? Da kann man ja auch mal die traumhafte Stimmung hier genießen, oder? Und die wunderschöne Natur. Mir wäre es auch lieber gewesen. Der Bär wäre hier gewesen, ist er aber nicht. Was haben wir denn da? Schönes. Skopseeadler. Also ich könnte mich hier auch stundenlang einfach umschauen. Sonst nix, ne? Come on, girl. Yep. Ich will es hier für so ein Hörnchen auch nicht rumballern. Denn, das bringt uns ja auch nicht nach vorne. Bei so einem Widder würde ich eine Ausnahme machen, das kann ich euch sagen. Denn den braucht Arthur ja noch. Easy. Das war knapp. Das ist doch traumhaft hier, oder? Ist der Bär. Yep. Come on. Ich weiß gar nicht, wie lange läuft das jetzt schon? 8 Minuten. Yep. 8 Minuten, nichts passiert. Ne? Ein Jäger gerettet. Ich habe eine Schlange platt geritten. Tatsache. Ach, wisst ihr was? Ich würde mal sagen, wir schlagen ein Lager auf. Machen einen Cut. Und dann hoffe ich einfach, dass in der nächsten Folge mir der Bär über den Weg läuft. Denn ein und an und für sich wollte ich das wirklich separat aufnehmen. Weil manchmal ist es ja so, dass es einige nur interessiert, wo ist der, wie geht das, und dann ist dieser erledigt. Und so werde ich es auch machen. Lager aufschlagen. Abspeichern. Fertig. Oh, gleiche Stelle. Ich hab's mir gedacht. Ja, dann ist heute nicht viel passiert in der Story, aber es muss ja auch nicht immer was passieren.
Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch mal ein bisschen was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son Play for Fun.